Friedlich und freundlich fängt's mit Platz 20 an, Date Alive. Nur an die Ladies, keine Sorge, etwas für euch kommt auch noch. Nicht nur die Jungs sind bedient mit richtig geilen Frauen, attraktive Frauen, kampferfahrene Frauen und was gibt's da noch? Genau, ich vergaß die tolle Musik, die auch schon mal meinen Kumpel Emre überzeugt hat. Reden wir nicht über den heißen Brei. Date Alive mit 2 Staffeln, insgesamt 22 Folgen, inklusive einer OVA. Und recht einfach, die Story erzählt, Mädchen machen Tokio Boom Boom, ein Junge knutscht sie, dann können sie nicht mehr Boom Boom machen. Das war's. So einfach ist es, zu daten. Ja, dieser Junge, dieser Glückspilz namens Ishido Itsuka, hat einfach Glück in seinem Leben, ja? Okay, ich will das Ganze einfach nicht so professionell machen, denn ich bin nicht so der Typ, der so ein Trara rumracht. Trara. Ja, wie gesagt, Date Alive ist ein ziemlich männlich angelegt, also jetzt an die Männer angelegter Anime. Ich denke auch mit der Stärke der Frauen ist auch was für die Mädels da. Aber vergessen wir mal die Mädchens, die Geister sind der neue Hit. Ja, denn das sind hier Geisterwesen, die wie gesagt schon Tokio kaputt machen. Und dieser Junge hat einfach einen richtigen Harem. Wer gerade nicht weiß, was ein Harem ist, dieser Begriff wird des Weiteren auch mal öfters vorkommen. Ein Harem ist einfach ein Typ, der eine Menge an Frauen besitzt und sie sozusagen kontrolliert, also halt um sich rum mehrere Frauen hat. Und der hat das halt mit seinen Geisterwesen. Date Alive, insgesamt 20 Folgen, Episoden, guckt es euch an. Ich habe das sehr genossen. Ich habe auch schon eine Empfehlung dazu gemacht. War auch schon letztes Mal in meiner Top 10 List. Ist etwas jetzt weiter zurückgegangen, weil ich bis dahin auch schon mehrere Highlights gesehen habe, mehrere Blockbuster. Also Date Alive, freut euch auf geballte Action und Brüste. Platz 19, Blue Exorcist. Ich habe mal den Trailer von KZ genommen. Ich weiß nicht, wie es da mit den rechtlichen Sachen ausschaut, aber... Ich rede mir nicht drüber. Ich hoffe, die kriegen es halt hier raus. Blue Exorcist. Es ist die Geschichte eines Schülers, der seinen Vater rächen will, der den Entschluss zog, ein Exorcist zu werden, weil sein Vater durch einen Dämonen besiegt wurde, und zwar durch seinen eigenen Vater. Das ist mal eine konfuse Story. Sein Ziehvater wurde von seinem Vater umgebracht, und der Vater ist ein Satan, ist der Satan. Und sein Ziehvater ist der Exorzist. Ey, das hat gerade gepasst. Und der Exorzist wurde von dem Satan umgebracht. Und das ist mal eine tolle Story. Begleitet Rin Okumura mit seinem Bruder Yuki Okumura und seinen Freunden mit auf die Reise, wie sie durch die Exorzistenakademie rumschlendern und versuchen auch gegen die Dämonen zu kämpfen. Denn die Kämpfe sind schon ansehnlich. Wenn euch das interessiert, guckt euch Blue Exorcist an. Ich habe den richtig genossen. Es gibt's noch German Dub sogar bei KZ zu kaufen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich passe mich mal dieser Atmosphäre an. Wenn es einen Anime gegeben hat, der mich ganze 6 Monate auf Trab gehalten hat, ja, dann war es Golden Time. Golden Time, ein nie zuvor erlebtes Erlebnis. Es ist einfach einzigartig, was dieser Anime drauf hat. Diese Dramatik, diese Story, diese Romanze. Ja, das schafft nur Tadabanri und Kaga Koko in Golden Time. Ich weiß noch, ich begann den Anime ahnungslos auf Empfehlung meines Kumpels. Dann habe ich die ersten Episoden gesehen, denn es war gerade mal die Zeit, wo die 10. Episode gerade mal online war. Danach gab es noch 14 Wochen, wo ich warten musste. Plus die Herbstferien, wo die nichts hochgeladen haben, ja. Aber die waren so krass, besonders ab Folge 20, da wurde es so dramatisch. Wie ihr wisst, ich mag keine Dramatik. Und der hat es auf Höchstlevel geschafft, da. Am Ende, da ist ein Ereignis passiert, was keiner von uns sehen wollte. Das Golden Time hat es geschafft, eins der besten Happy Endings hinzukreieren, was ich... Und übrigens auch mein Kumpel Emre, haben wollten. Kaga Koko und Tadabanri haben es geschafft. Ich hoffe, wir sehen uns, wir sehen noch eine OVA von dem Studio von Golden Time oder was
ich, was das ist. Nur, ich will noch etwas sehen. Es war einfach nicht genug. Ich will noch mehr leiden. Ich weiß noch, eine Nacht blieb ich schlaflos. Jungs, Finger aus der Nase und rein in die Hose, denn es gibt mehr Action, wenn es darum geht, fliegende Höschen zu sehen. Wer will das nicht? Und damit der Beginn oder die Eröffnung eines Animes, der mir wirklich die Türen zu einer neuen Welt geöffnet hat. Ich habe ja vorhin bei Date Alive erwähnt, dass dieser einer meiner ersten Harem-Animes war, aber dieser hier war der erste Edgy-Harem, den ich je gesehen habe. Wirklich. Ich hatte wirklich zwei Staffeln hat er sogar mit einem Film, bei dem ich wirklich geweint habe. Aber hier, der Trailer zum neuen Film, der als Finale gelten soll. Als ich die Ankündigung gesehen habe mit diesem Trailer, dachte ich mir wirklich, die haben es geschafft. Ich hoffe, das wird nochmal ein rundes Finale, denn kein Anime wird es nochmal schaffen, diese Comedy, diese auch vielleicht Dramatik und oh ja, dieses Gefühl aufzubringen. Nie hatte ich so eine lustige Atmosphäre. Nie, ich habe auch wirklich selten so viel Bock auf ein Anime gehabt. Hier. Die Treue, die Loyalität zu seinem Master. Zu ihrem Master. Die ist wirklich selten. Und diese Stimme, diese gefühlvolle Stimme. Ist die nicht erotisch? Boah. Oh, bitte, guckt euch das an. Das lohnt sich. Ich würde die, glaube ich, nochmal verlinken, meine Empfehlungen. Guckt euch die auch nochmal an. Hätte ich Sword Art Online nicht hinzugefügt, wäre ich mir sicher, ich hätte aufs Maul bekommen von meinem Kumpel und von anderen aus der Community. Ich muss zugeben, ich bin nicht ein Riesenfan von SAO und habe ihn nur eigentlich auf Geheiß von meinem Kumpel eingefügt. Er hätte ihn wahrscheinlich auf Platz 3, 2 oder 1 gesetzt. Ich habe dann gesagt, okay, stufe ich den mal ein bisschen zurück, und zwar auf Platz 16, würde ich mal sagen, als meine persönliche Liste akzeptabel, denn ich gebe zu, ich hatte meinen Spaß mit Sword Art Online, besonders mit der Zeit so im Mittelbereich, in der bei der Halbzeit so, als dann Kirito und Asuna ihre Zeit zusammen hatten. Und dann ist ja diese Sache mit, also ohne zu spoilern, war ja die Sache mit Alfheim. Ich denke, zugegeben finde ich die Alfheim-Geschichte viel besser als die Sword Art Online-Zeit, sage ich jetzt. Aber mein Freund ist da komplett anderer Meinung. Und deswegen sind wir auch manchmal so im Streit. Aber trotzdem, Sword Art Online, eine Geschichte, wo das Videospiel Realität wird. Eigentlich der Wunsch eigentlich jedes Gamers, ich sag ja nicht lieben gerne Gamer, sondern Videospielers. Auch ich bin auch ein, sag ich mal, leidenschaftlicher Videospieler und wünsche mir auch, dass diese Technologie von Sword Art Online irgendwann mal Realität wird. Seid ihr Fan von Videospielen oder Schwertkämpfen oder von Action oder von Romanzen oder von einem Badass-Protagonisten mit einer etwas dramatischen Story, dann guckt euch Sword Art Online an. Ich denke, es haben sowieso schon jeder gemacht. Sword Art Online, ich empfehle es euch. Könnt ihr auch bei Kaze kaufen. Nee, keine Schleichwerbung. Könnt ihr euch kaufen. Oder war das Kaze? Ich weiß gar nicht.